Willkommen, Freunde fantastischer Geschichten, zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch drei Bücher aus dem Genre Fantastik vor, die im Oktober 2020 erschienen sind und die mich aus irgendeinem Grund besonders faszinieren. Wenn ihr euch für meine Regeln zur Auswahl der Romane interessiert, findet ihr sie unten in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit dem ersten Buch. Zwischen dir und der Dunkelheit von Antonia Neumeier. Im Heine Verlag am 12. Oktober erschienen. Der Roman hat 384 Seiten und ich würde ihn dem Genre Urban Fantasy zuordnen, wahrscheinlich auch eher Jugendbuch oder zumindest All Age. Hier der Klappentext. Ihre YouTube-Videos über die Sagen und Mythen Bayerns sind so beliebt, dass Sarah, Joe und Mark die Genehmigung erhalten, nachts in der Münchner Frauenkirche zu drehen. Als sie sich dem berühmten Teufelstritt im Steinboden nähern, geschieht das Unfassbare. Der Fußabdruck beginnt zu leuchten und ein unheimlicher Wind fegt durch die Kathedrale. Obwohl die drei alles auf Video festhalten, ernten sie nur Hass und den Spott ihrer Follower, was vor allem Sarah nahe geht. Hat sie sich alles nur eingebildet oder gibt es in der Frauenkirche, von der sie Nacht für Nacht träumt, wirklich übernatürliche Phänomene? Schnell stellt Sarah fest, dass sie nicht die Einzige ist, die dem Rätsel auf den Grund gehen will. Die schöne Lilly und der geheimnisvolle Elias bieten ihr ihre Hilfe an. Doch die beiden verfolgen ihre eigenen Ziele und sind bereit dafür, über Leichen zu gehen. Ja, die Autorin ist noch jung, 1996 in München geboren, hat aber schon 2017 einen ersten Roman bei Heine veröffentlicht, Eselki, nach dem Klappentext ebenfalls ein Jugend-Urban-Fantasy-Roman. Warum ich Zwischen dir und der Dunkelheit ausgesucht habe, also auf jeden Fall nicht wegen dem Titel oder dem Cover, die finde ich beide nicht 100% überzeugend. Ehrlich gesagt hatte ich das Buch sogar schon weggeklickt, bevor ich dann später nochmal auf der Random House-Seite drauf stieß und mich der Klappentext fasziniert hat. Einmal geht es hier um junge Menschen, die YouTube-Videos machen. Das finde ich einerseits einen interessanten Start. Andererseits kann ich mich damit identifizieren, weil ich ja selber das eine oder andere Video auf meinem Kanal habe. Doch dazu kommt noch, dass die Geschichte in München spielt. Da ich selbst in München lebe, natürlich interessant. In den letzten Jahren habe ich einige Fantasy-Romane kennengelernt, die entweder in München spielen oder deren Protagonisten aus dieser Stadt stammen. Mir fallen da zum Beispiel die Romane von Andrea Bannert oder Marion Hübinger ein. Und warum auch nicht? Wenn Romane von amerikanischen Fantastikautoren in Maine oder Washington spielen dürfen, warum soll Fantastik aus deutscher Feder nicht in unseren Landen spielen? Das nächste Buch ist ein klassischer Science-Fiction. Kollateralschaden von David Mack. Ein Roman aus dem Star Trek-Universum, genauer The Next Generation. Erschienen am 23. Oktober bei Crosscult. David Mack ist ein US-Amerikaner mit Jahrgang 1969. Ich kenne den Autor nicht, aber er hat schon extrem viele Star Trek-Bücher geschrieben. Die entstehen ja irgendwie ein bisschen wie von der Stange. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man sich die Riesenanzahl an Veröffentlichungen aus den verschiedenen Star Trek-Serien, auch neuen Welten, ansieht. Kommen wir zum Klappentext. Ein neuer, spannender Roman im Universum von Star Trek The Next Generation. Verfasst von David Mack, dem New York Times Bestseller-Autor von Star Trek Discovery gegen die Zeit. Die Vergangenheit kehrt zurück, um Captain Jean-Luc Picard zu verfolgen. Ein längst vergessen geglaubtes Verbrechen wurde aufgedeckt. Und er muss sich zur Erde begeben, um sich für seine Rolle in einer Verschwörung zu verantworten, die einige als Verrat bezeichnen. In der Zwischenzeit wird die USS Enterprise ausgesandt, um Piraten zu ergreifen, die eine lebenswichtige Technologie aus einer einsamen Wissenschaftskolonie gestohlen haben. Doch der amtierende Captain, Commander Worf, stellt fest, dass die Piraten andere Motive haben, als es den Anschein hat. Und dass man manchmal das Gesetz missachten muss, wenn man für Gerechtigkeit eintreten will. Weder die Geschichte noch das Setting hauen mich wirklich um. Ich habe das Buch vor allem wegen des Covers ausgesucht. Einmal steht hier offensichtlich Jean-Luc Picard im Mittelpunkt, der ja kürzlich von Amazon eine eigene Serie Picard spendiert bekommen hat und damit wohl einen würdigen Abgesang für den hochbeliebten Charakter. Zum anderen erinnert das Cover durch seine Farben und seine Gestaltung an die modernen Serien der letzten Jahre. Wer das Intro zur recht neuen Serie Star Trek Discovery kennt, deren dritte Staffel gerade erst auf Netflix gestartet ist, wird diese Farbgebung und Darstellung irgendwie bekannt vorkommen. Ich finde es faszinierend, dass eine alte Serie
The Next Generation startete immerhin schon im Jahr 1987, bis heute lebt, wenn auch nur in Romanform, und auch die neuesten Entwicklungen in der Gestaltung mitmacht. Dieses Cover entspricht für mich definitiv keinem klassischen Next Generation Cover, das macht es aber auch so interessant. Das dritte und letzte Buch für diesen Monat ist Talus, die Hexen von Edinburgh von Lisa Grimm, erschienen am 1. Oktober im Knauer Verlag. Eine Urban-Fantasy-Geschichte, die vielleicht ein bisschen im literarischen Erbe von Harry Potter zu sehen ist. Definitiv ein tolles Cover, aus dem direkt die Magie der Geschichte sprüht. Der Klappentext. Eine skeptische Studentin, die plötzlich einen echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich vor der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Sie alle haben einen Herzenswunsch. Und als das sagenumwobene Artefakt Talus auftaucht, scheint die Erfüllung ihrer größten Träume zum Greifen nah. Aber ein so mächtiger Gegenstand ruft auch böse Mächte auf den Plan. Und je näher sie Talus kommen, desto dunkler werden die Geheimnisse, die das Artefakt enthüllt. Ein Magiekonzept, das ebenso unwiderstehlich ist wie der Zirkel junger Magier. Lassen Sie sich von den Hexen von Edinburgh verzaubern. Ja, dieses Buch habe ich zum einen wegen des schicken Covers ausgesucht, auf der anderen Seite aber auch wegen der Autorin. Lisa Grimm, ein Pseudonym von Jennifer Jäger, die ihre ersten Schritte als Selbstverlegerin machte, dann zu Carlsen, Drömer und jetzt Knauer kam. Ich hatte von Jennifer Jäger schon einiges gehört, was sicher an ihrem Talent für die Selbstvermarktung liegt. Dazu habe ich letztes Jahr einen Perry Rhodan-Roman von ihr gelesen, also Lisa Grimm. Totenschiff, der Roman Nummer 3012 der laufenden Handlung. Ich muss sagen, dass mir der Schreibstil und der Plotaufbau sehr gut gefallen hat. Lisa bzw. Jennifer kann definitiv was. Zusätzlich für meine Auswahl von Talus spricht eine laut Klappentext spannende Geschichte mit vielen interessanten, weil stark widersprüchlichen und gegensätzlichen Charakteren. Was ist ein Wasserhexer? Ich möchte es gern herausfinden, das Zeichen eines guten Buches. Das waren sie, meine drei fantastischen Bücher für den November 2020. Was sagt ihr zu meiner Auswahl? Kennt ihr die Bücher? Habt ihr vielleicht sogar schon eines davon gelesen? Schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne schreiben, welche Bücher euch im letzten Monat besonders begeistert oder auch enttäuscht haben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn ihr den Kanal abonniert. Besonders freue ich mich natürlich über eure Unterstützung bei Patreon. Auch in diesem Lesemonat wünsche ich euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.